Sinn hat zur Inhorgenta 2020 zwei tolle neue Uhren rausgebracht. Die 158 habe ich euch hier oben ja schon vorgestellt. Heute soll es um die 104 STSA ABE gehen. Viel Spaß beim Video! Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Falls du es noch nicht getan hast, du kannst meinen Kanal sehr gerne abonnieren. Unten rechts während des ganzen Videos oder oben rechts am Ende ganz einfach auf das Icon klicken. Ja, jetzt geht es um die 104 mit dem blauen Ziffernblatt, den elfenbeinfarbenen Zahlen und Zeigern sowie der blauen Lünette. Diese Uhr ist ganz analog gemacht, der 103 STSA ABE aus dem letzten Jahr, und ich finde das Blatt ausgesprochen gelungen, auch wenn ich weiß, dass die in Anführungsstrichen Vintage-Lume, die auf altgemachte Leuchtkraft, Leuchtmasse, nicht jedermanns Sache ist. Ich persönlich hatte damit auch eine Zeit lang meine Probleme. Mittlerweile sehe ich das nicht mehr als auf alt gemacht, sondern einfach nur als einen ganz bestimmten Farbakzent. Diese Uhr hat den wunderschönen Charme, unglaublich toll zu leuchten, je nach Lichteinfall. Die Uhr hat, wie ihr seht, drei Zeiger, die analogen Ziffern auf dem Blatt, und diese sind ebenso wie die Zeiger mit einer etwas dunkleren elfenbeinfarbenen Leuchtmasse gefüllt, die letztendlich der Uhr ihren Namen gegeben haben. Die offizielle Bezeichnung ist 104, das ist das Modell, dann ST für das Stahlgehäuse, SA für das Saphirblatt, A für die analogen Ziffern auf dem Blatt, B für das blaue Ziffernblatt und E für die elfenbeinfarbene Leuchtmasse. 104 STSA ABE. Klingt ausgesprochen kryptisch, aber beschreibt die Uhr genauso, wie es sein soll. Auf der Rückseite erlaubt der Glasboden einen Blick ins Werk, und bei genauerem Hinsehen sieht man dann auch, dass ich eine von 1000 habe. Die Uhr ist also limitiert auf 1000 Stück, ohne aber individuelle Limitierungsnummern zu haben, wie das mittlerweile bei Sinn üblich ist. Der Rotor selber ist goldfarben und verziert. Die Schrauben im Werk sind thermisch gebläut. Ja, jetzt hier unter Kunstlicht erscheint die Uhr sehr interessant und sehr klar, ein klein wenig technisch vielleicht. Aber ich zeige euch gleich auch noch entsprechende Aufnahmen bei einem moderaten Sonnenschein draußen bei mir auf dem Balkon. Ja, ein absolut gelungener Wurf, wie ich finde. Ich mag sie sehr, sehr gerne und werde sie auch ganz bestimmt die nächsten Tage tragen. Mit ihren 41 mm hat sie eine perfekte Größe an meinem Arm und reiht sich sehr, sehr gut in das Line-up der Modellreihe 104 von Sinn. Diese Uhr hat eine Box bekommen, die nicht dem Standard entspricht. Die Box ist, wie gesagt, etwas breiter als der Standard bei Sinn, was daran liegt, dass es neben der Uhr auch noch ein Werkzeug gibt, das ist aber auch Standard, und es gibt ein zweites Band. Hierbei handelt es sich um das zweite Canvas-Lederband, welches ich euch gleich auch noch separat zeigen möchte. Tja, die Uhr, wie gesagt, bei Tageslicht ist ein wahnsinniger Hingucker, wie ihr sehen könnt, ein ganz, ganz kräftiges Blau, und die, ich glaube, Sinn nennt es elfenbeinfarbene Leuchtmasse auf dem Dreieck, der Marke auf 12 Uhr, den analogen Stundenindizes sowie den Zeigern einschließlich der Spitze des Sekundenzeigers.
Wie ihr hier beim Schwenken sehen könnt, gibt es ein Sonnenschliffziffernblatt, welches einen wunderschön changierenden Farbton bei Bewegung in der Sonne hervorruft. Aktuell montiert habe ich das sandfarbene Canvasband, was ich euch ja schon gezeigt habe. Ich finde, das passt am besten zu der Uhr, auch wenn ich sagen muss, dass das Graue ebenfalls wirklich für die Uhr gemacht wurde und auch sehr gut aussieht. Mein Favorit ist aber das sandfarbene Band. Hier noch einmal ein wunderschönes Lichtspiel in der Sonne. Je nach Lichteinfall ist es von fast schwarz bis hellblau und verleiht der Uhr einen ganz speziellen Charakter. Durch das leicht gewölbte Saphirglas gibt es auch bei Sonne wenig Reflexe in Zusammenspiel mit der Antireflexionsbeschichtung, ist eine dauerhafte, sehr gute Ablesbarkeit gewährleistet, was mir persönlich immer ausgesprochen wichtig ist. Das Gehäuse ist das typische Gehäuse der 104 bzw. auch 103 Serie. Oh, ich sehe hier, das hätte ich vielleicht einmal ein kleines bisschen sauber machen können. Naja, man kann nicht alles haben. Als einzige Sinntechnologie ist der unverlierbare Drehring montiert, was ihr an der Schrauben in der geriffelten Lünette erkennen könnt. Das Gehäuse baut relativ flach, hat keinen gewölbten, sondern einen sehr planen Boden und damit liegt die Uhr angenehm am Arm und dem planen Boden. Der plane Boden ist kein Problem, da die Uhr durch die insgesamt relativ geringe Höhe auch nichts kaschieren muss und auch keine Höhe verstecken muss. Das Canvasband ist innen aus Leder, relativ dick mit einer versiegelten Kantennaht und außen entsprechend hier mit einem grauen Canvas. Diese Kombination trägt sich sehr angenehm, auch wenn sie anfangs etwas steif ist. Nach ein, zwei Stunden am Arm ist es wirklich angenehm zu tragen. Persönlich ziehe ich aber dieses Band, was ich aktuell dran habe, farblich vor. Ihr könnt sehen, dass auch diese Farbe selbstverständlich farblich gut passt, aber das obere hat einen höheren Kontrast und lässt die Uhr etwas mehr herausstechen.